an Sie alle auch von mir hier zu dieser ja schon Tradition gewordenen Veranstaltung, wo der Tourismus sich mit dem Nahverkehr trifft. Und der Tourismus und der Nahverkehr, das sind ja nicht nur zwei, die sich treffen, sondern es sind sehr viele Akteure, die dabei unterwegs sind, und daraus ergibt sich eigentlich ja schon die Antwort auf die Überschrift, die hat die Frage gestellt, Frau Kramöller, was ist besser? Also in diesem Geschäft ist natürlich die Kooperation besser, gemeinsam zu Lösungen durch Co-Kreation oder Co-Creation. Das werden wir nachher rauskriegen in dem Vortrag, was da gemeint ist. Mobilität und Infrastruktur gestalten, da bin ich gespannt drauf, was wir da für Impulse kriegen, ist ein gutes Thema, weil natürlich kommen wir nur gemeinsam in diesem Feld voran. Es gibt schon eine ganze Reihe guter Ansätze, Herr Werfern hat das schon gesagt, was in den letzten Jahren auch auf den Weg gebracht worden ist. Und man kann nicht nur bei den Bahnhöfen anfangen, man muss bei den strukturellen Voraussetzungen, bei den Strukturthemen anfangen. Das ist nach wie vor der Landesentwicklungsplan für die Hauptstadtregion, der natürlich auch dieses Grundgerüst für die Entwicklung vorgibt. Das ist aber auch die Mobilitätsstrategie 2030, die daraus entstanden ist, Landesnahverkehrsplan. Daraus hat sich das Projekt I2030 nun wiederum entwickelt, aber auch der Ausbau des Plusbus-Systems oder die Kompetenzstelle Bahnhöfe, alles diese Instrumente, die da sozusagen wie ganz logisch aus diesen Debatten herausgefallen sind, sind für wichtige Punkte, auf deren Grundlage Sie, wir jetzt weiterarbeiten können. Wenn man so sich umschaut bei so einem Tag wie heute draußen Nieselregen und es ist alles irgendwie ein bisschen unangenehm, dann fällt einem das winterliche Brandenburg ein. Mir ist es zumindest eingefallen heute und ich habe eine Vorbereitung auf den heutigen Termin nochmal geguckt, was es denn so gibt beim winterlichen Brandenburg, was bietet die TMB da an, was bieten unsere Unternehmen da an. Und es gibt ja eine ganze Menge, was da drin ist und was da auch sehr schön ist. Und was mich auch gefreut hat, das ist, dass viele Hotels und Beherbergungsunternehmen inzwischen auch Abholservice anbieten. Also sie bieten an, die Gäste abzuholen vom nächstgelegenen Bahnhof und natürlich bringen sie die dann auch wieder hin nach der Auszeit im winterlichen Brandenburg. Aber die Frage, die man sich dann auch stellen kann, was passiert denn während des Aufenthalts? Wie kann denn jetzt jemand, der da mit öffentlichen Anreisen abgeholt wird und so weiter, wenn er nicht den ganzen Tag in der Sauna verbringen will und im Haus bleiben will, wie bewegt er sich dann? In so einer Jahreszeit ist dann vielleicht der Elektroroller nicht so das Richtige. Was könnte man dann anbieten? Was passiert dann? Und ich finde, dass einige der Vorträge, die wir heute noch zu erwarten haben, da schon so gute Anregungen geben. Welche Möglichkeiten gibt es auch dort, vielleicht auch ein Fahrzeug mit Dach zur Verfügung zu stellen, einfach so ein Sharing-Angebot zur Verfügung zu stellen, was die Gäste halt nutzen können, wenn sie es denn wollen, vielleicht in Verbindung mit der Verwaltung vor Ort, Stichwort Bahnhof, vielleicht in Verbindung mit der Gemeinde vor Ort, was kann man sich da alles so ausdenken. Sie haben natürlich den Koalitionsvertrag schon angesprochen. Ich finde auch, dass es dort gelungen ist, viele wichtige Punkte wirklich auch nochmal zu verankern. Ich habe mich gefreut, dass die Beteiligten, das sind ja auch viele neue dabei, die dort jetzt mit politische Verantwortung übernehmen wollen, dass sie erstmal gesagt haben, die Grundlagen, die wir haben, auf denen können wir gut aufbauen. Und wir wollen die weiter umsetzen. Auch das schöne Projekt I2030, selbst nachdem wir die Zahlen genannt hatten, wollten wir es immer noch umsetzen. Das ist ja auch keine einfache Geschichte, wenn man sich überlegt, dass alleine die Leistungsphase 2 in diesem Projekt 60 Millionen Euro kosten wird und wir über die Leistungsphasen 3 und 4 dann noch gesprochen werden muss, aber auch da natürlich ein dreistelliger Millionenbetrag dahinter steht, dann weiß man, was das heißt, dieses Projekt wirklich umzusetzen. Aber es wird gebraucht, es wird ohne Zweifel gebraucht. Wir sind ja auch gut vorangekommen. Das ist ein wunderbares Beispiel der Kooperation hier im Raum. Nachdem sich doch auch Berlin und Brandenburg mit der FDP oder
ohne die DB, wie auch immer, bei verschiedenen Sachen eine ganze Zeit lang im Kreis gedreht haben, wer denn jetzt müsste und wer denn jetzt sollte, ist es mit diesem Projekt jetzt gelungen, wirklich eine gemeinsame Handlungsbasis zu schaffen. Alle Leute, die dort arbeiten, die wollen dieses Projekt voranbringen. Und das sind viele. Es sind viele, die dort arbeiten, die dort in den Arbeitsgruppen, in den einzelnen Arbeitsgruppen, dann bis hin zum Lenkungskreis auf der Spitze dieses Projekt voranbringen wollen. Ja, wir wissen, dass wir immer wieder gefragt werden, wie weit seid ihr denn? Dass wir natürlich auch gefragt werden, wie wollen die Planungsabläufe sein? Wir haben jetzt angefangen, in sogenannten Korridorgesprächen mit den Hauptverwaltungsbeamten Informationsrunden zu machen. Und wir sind uns natürlich darüber bewusst, der VBB ist sich bewusst, der ja dort die Koordinierung auch der Kommunikation übernimmt, dass wir das breiter machen müssen, dass wir natürlich auch auf Sie, auf die Wirtschaft zugehen müssen, dass wir auch nochmal auf die Zivilgesellschaft zugehen müssen, um deutlich zu machen, wo stehen wir mit den Projekten, welche Varianten sollen jetzt realisiert werden und in welchen Zeitschritten soll das passieren. Das sind Dinge, die im nächsten Jahr auch weiter vorangetrieben werden müssen. Aber es ist die Grundvoraussetzung, um das zu erreichen, was wir alle wollen, nämlich mehr Angebote auf die Schiene zu bringen. Wir wollen das alle, wir haben gute Finanzierungsmöglichkeiten gegenwärtig, aber wir kriegen es nicht drauf. Wir kriegen es einfach nicht mehr drauf, weil die Infrastruktur es nicht hergibt. Und das ist im Moment das größte Problem, was wir haben, die nicht ausreichende Infrastruktur und die uns nicht in die Lage versetzt, zusammen nicht in die Lage versetzt, tatsächlich mehr Verbindungen anzubieten. Wenn man sich da nochmal anguckt, dass wir natürlich in Brandenburg nicht ganz alleine sind, also auch in Berlin und Brandenburg nicht, sondern dass unsere Quell- und Zielmärkte, natürlich Berlin ist wichtig, ne, als Quell- und Zielmarkt ohne Frage, aber dass wir drüber liegen, dass wir über die Achsen, die wir ja auch definiert haben, genauso nach Hamburg gucken, in die sächsischen Metropolen, nach Dresden, nach Leipzig, aber auch nach Berlin oder nach Stettin oder nach Breslau, dann wird nochmal deutlich, dass wir da einfach noch ganz doll dran arbeiten müssen und dass wir natürlich auch das, was wir jetzt auch als Grundlage im Koalitionsvertrag haben, tatsächlich umsetzen müssen. Die Finanzierung muss auf solide Beine gestellt werden, eine ganz wichtige Geschichte. Und ich glaube, die Grundlagen, die Möglichkeiten waren noch nie so gut wie jetzt. Ja? Also wir haben mit den Zielstellungen im Koalitionsvertrag eine klare Ausrichtung, dass die Regionalisierungsmittel für den Schienenpersonennahverkehr eingesetzt werden sollen, aber die Busse nicht hinten runterfallen, das war immer so die Angst der kommunalen Partner, sondern dass dafür dann Landesmittel eingesetzt werden müssen. Dass wir die Plusbuslinien verdoppeln wollen, auch das kostet Geld. Dass wir die Straßenbahnen weiter unterstützen wollen, dass sie für BNV-Mittel auch dynamisiert werden sollen. Das sind alles Themen, die da jetzt festgehalten sind und die natürlich auch dazu führen werden, dass die Verbindungen, um das zu tun, was wir hier diskutieren, zusammen mit den Pendlern, aber natürlich auch mit touristischen Angeboten, wirklich auch realistisch umgesetzt werden können. Der Bund tut sein Übriges dazu. Ich habe mich gefreut, dass es nicht nur ein Ruf sozusagen war im Klimapaket, sondern dass es tatsächlich auch zu mehr Geld führt. Das war uns nicht zu Anfang nicht so klar, ob der Bund tatsächlich mehr Regionalisierungsmittel reingeben wird. Er wird es tun, das ist auch nochmal eine positive Nachricht, um letztlich die Länder auch ordentlich auszustatten. Und eine zweite positive Nachricht ist so die bessere Ausstattung des sogenannten Bundes-GVFG, also dieses Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, also diese Möglichkeiten dort besser zu werden, die Bedingungen sollen besser werden und es wird aufgewertet, es wird aufgeweitet, sodass auch Bahnhöfe, Bahnhofsumfelder dort als Fördergegenstand rein sollen. Das sind so wichtige, gute Botschaften, gute Signale auch an die Länder und an die kommunale Familie, um dort bei den vielen Projekten, die wir natürlich noch vor der Brust haben und die wir natürlich noch umsetzen wollen, wirklich auch weiterzukommen. Für unser heutiges Thema besonders relevant finde ich auch aus dem Koalitionsvertrag nochmal, dass dort die alternativen Mobilitätsangebote es auch reingeschafft haben. Ja, also dass man dort auch die letzte Meile in den Blick genommen hat. Und dass wir, so wie das sehr gut geklappt hat, mit der Kompetenzstelle Bahnhöfe im VBB auch eine Kompetenzstelle für alternative Mobilitätsangebote im VBB einrichten wollen, um diese vielen Erfahrungen, die an unterschiedlicher Stelle da sind, auch zu bündeln. Es hat sich ja gezeigt, dass eine solche Bündelungsstelle auch bei den Bahnhöfen einen richtigen Schub gegeben hat und auch das soll bei der alternativen Mobilität
passieren. Und natürlich über allen Querschnitt steht die Nutzung der Digitalisierung für, als Schmiermittel sozusagen, um die Dinge, die wir zusammen dort vorhaben, noch besser erreichen zu können. Kurz und gut, die Herausforderungen sind groß, gerade in einem Flächenland wie Brandenburg, gerade in dieser Region Berlin-Brandenburg, aber aus meiner Sicht sind die Chancen noch viel größer, die wir jetzt hier haben. Und ich kann Ihnen nur jetzt zurufen, haben Sie den Mut, weiterhin den Mut, diese Chancen auch zu nutzen. Die Vorträge, die wir heute noch hören, zeigen die Möglichkeiten auf, zeigen auch, was geht, wenn Partner gut miteinander umgehen und Partner gut miteinander arbeiten. Ich darf mich abschließend bedanken, erstens mal bei unseren Partnern, bei der IHK, beim VBB und natürlich auch bei der TMB für die Organisation dieser Veranstaltung, aber auch darüber hinaus bedanke ich mich bei Ihnen. Es ist eine meiner letzten Veranstaltungen als Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung. Ich bedanke mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Es waren für mich 5 sehr spannende Jahre und 5 sehr ereignisreiche Jahre, so würde ich es mal sagen, wo wir einiges auf den Weg gebracht haben, auf den Weg bringen konnten. Aber natürlich nicht alleine, sondern immer mit Ihnen zusammen, mit den Partnern, in der Wirtschaft, in der kommunalen Familie, aber natürlich auch bei den Verbänden und bei allen, die nicht immer in Einigkeit, aber doch in fairer Debatte über ihre Ziele gekämpft haben und mit uns zusammengearbeitet haben. Bringen Sie meinem Nachfolger, meiner Nachfolgerin das gleiche Vertrauen entgegen. Arbeiten Sie weiter im Interesse der Ziele, die wir bei der Mobilität haben. Das wünsche ich mir und wünsche dieser Veranstaltung und insgesamt der Verkehrspolitik im Land weiter viel Erfolg.